Sawadee ka! Herzlich willkommen, ihr Lieben. Heute zeigen wir euch, wie ihr ganz einfach leckere Schoko-Energy-Balls machen könnt. Ich habe das bei Mami gegessen, bin direkt süchtig geworden. Ne? Und das Beste ist, die Schoko-Balls hier ohne Zucker, ohne Mehl, nur mit natürlichen Zutaten, mit saftigen Datteln, herbe dunkle Schokolade, Kokosflocken und ein Kuss von Ingwer. Ja. Und es geht ganz einfach, ganz schnell zu machen. Ja. Wenn ihr es uns nicht glaubt, guckt euch das Video an und macht es nach, gell? Ja. Die Zutaten sind alle ganz unkompliziert in jedem Supermarkt zu finden. Unten in der Infobox findet ihr auch nochmal die genauen Mengenangaben, gell? Ich empfehle euch Bio-Datteln, am besten diese Medijol-Datteln. Sie sind ultrasaftig, haben einen karamelligen Geschmack und diesen Hauch an Vanillearoma. Dann brauchen wir gemahlene Mandeln, Ingwerpulver oder gemahlener Ingwer, Kokosflocken, das passt so gut zu Dunkelschokolade, das hat dann diesen Bounty-Effekt. Kokosöl brauchen wir. Und Mami und ich haben hier als Kuvertüre 100%igen Dunkelschokolade genommen. Und es geht los. Als erstes geben wir 2 Teelöffel Kokosöl in den Mixer hinein, dadurch kann der Mixer geschmeidiger arbeiten. 200 Gramm gemahlene Mandeln kommen hinzu. Ungefähr 1,5 Teelöffel gemahlener Ingwer. 2 Teelöffel Kokosflocken. 250 Gramm Datteln. Und nicht zu vergessen, Leute, Kakaopulver. 2 Esslöffel Kakaopulver kommen hier noch rein. Und wenn ihr mögt, noch eine Prise Salz. Alles gut im Mixer miteinander mischen. Es ist ganz wichtig, dass die Datteln richtig schön klein gemacht werden. Und dann könnt ihr mit der Hand die ganze Masse nochmal richtig gut durchkneten, sodass die Datteln sich perfekt mit den anderen Zutaten verbinden. Dann formt ihr aus der Masse kleine, runde Kügelchen. Dafür die Masse einfach schön fest in der Hand drücken. Und dann könnt ihr das noch zwischen eure Handballen rollen. Und fertig. Und das Beste ist, damit wären wir eigentlich sogar auch schon fertig. Das wären schon die fertigen Datteln-Schoko-Kokos-Balls. Also die kann man schon genauso essen, wie sie sind. Man muss sie nicht backen, total unkompliziert. Aber ihr wisst ja, ich liebe Schokolade und deswegen habe ich darauf bestanden, dass wir diese Balls unbedingt noch extra in Schokolade hineintunken. Wenn schon, denn schon, oder? Einfach die Kugel hineingeben, schön hier in der Schokolade baden. Oh, guckt euch das an. Danach natürlich schön abkühlen lassen auf Backpapier und damit habt ihr diese ultra leckeren Schoko Energy Balls ohne Zucker, ohne Mehl, vegan, ohne Backen. Die machen richtig satt und machen so Spaß zu essen. Ich bin auf jeden Fall ganz schlimm süchtig danach geworden. Das ist wirklich ganz easy peasy. Probiert es unbedingt mal aus, weil ich habe schon zu Mami gesagt, ich werde jetzt in den nächsten Wochen, wird das hier mein am Schokoladedessert. Weil es ist gesund und lecker. Ja. Man kann mit bestem Gewissen das genießen und das macht auch schön satt. Ja, macht es wirklich schön satt. Ja. Obwohl es schön satt macht, kann ich aber auch immer noch viel essen. Keine Sorge. So schnell werde ich nicht satt, Leute. Und wirklich, mit diesem Hauch an Ingwer, das macht es voll aus. Und eine Prise Salz noch, wenn ihr mögt, ne, das ist richtig lecker, Leute. Also ich wünsche mir, dass ihr das unbedingt ausprobiert und schreibt uns dann in den Kommentaren, wie ihr das findet, gell? Kann man auch gut für die Arbeit mitnehmen. No. Ausflüge, Spaziergänge für die Arbeit, perfekt als Powersnack. Ja. Heute sagen Mami und ich vielen lieben Dank, dass ihr bei uns reingeschaut habt, gell? Dankeschön für eure
Liebe. ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีนะคะ Bleib gesund und bleib so wie ihr seid, gell? We love you. Bye bye. Kuschen. Wie immer.